Warum chinesische Restaurants sehr gefährlich sein können. Während ich in China war, wollte ich natürlich so viel verschiedene Gerichte probieren, wie es geht. Ich meine, wenn man schon einmal in einem anderen Land ist, möchte man auch deren Leibgerichte probieren. Als ich in China angekommen bin, war ich jedoch noch etwas zurückhaltend, denn es gab den einen oder anderen Imbiss, der nicht einen wirklich einladenden Eindruck auf mich gemacht hat. Nach einiger Zeit ist mir in vielen Restaurants oder auch Imbissen eine Ampel aufgefallen. Diese kleinen Ampeln hatten grün, gelb und rote Smileys drauf. Das ist kein Zufall, sondern ein Teil der Food Safety Kontrolle in China. Gerade auch für die Touristen ist das ein großer Vorteil, denn wenn man schon mal etwas Neues probiert, dann möchte man natürlich auch sicher gehen, dass es unter gewissen Hygienevorschriften zubereitet wurde. Ein grüner Smiley bedeutet alles in Ordnung, ein gelber Smiley warnt vor kleinen Mängeln und der rote zeigt ernsthafte Probleme in der Hygiene an. Vielleicht ist unser Magen auch einfach nicht fit genug dafür. Denn genau witzigerweise die Restaurants mit einem roten Smiley waren immer am meisten besucht. Falls ihr also in China seid, ein Restaurant mit einem roten Smiley seht, versucht es zu meiden. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem System haltet. Peace.